Wiesbaden, auf Wein. Auf Wiesbaden. Sind ja hier auch am Rhein, hier trinkt man Wein, kein Bier, heute gibt es Wein. Ja, ja, es gab auch wirklich auf diesem gesamten Volksfest, das hinter uns tobt, das ist inzwischen in der Vorstellung auch zu hören war, gibt es anscheinend keine Bierstände. Das ist das weltbekannte Wilhelmstraßenfest, hier habe ich mich früher besoffen. Mit Wein. Nee, das war Mixery, ganz geil. Ich habe nur irgendwie ein Cola Bier irgendwie getrunken und am Ende des Abends war ich irgendwie da in den See irgendwo drin. Aber wirklich, ich habe nur eins getrunken und vielleicht habe ich auch nur so getan, als wäre ich besoffen. Ich weiß es selber nicht so genau. Oh, ich wollte einfach mal besoffen sein wahrscheinlich. Geworden. Ich dachte, ja, ich bin besoffen, jetzt springe ich in den See. Oh, geil. Passend zum Thema haben wir uns heute Mars für Mars angeguckt. Ja. Von William Shakespeare. Mhm. Mars für Mars ist ein relativ schwieriges Stück. Ja. Es ist nicht witzig genug für eine Komödie und nicht tragisch genug für eine Tragödie. Ich fasse mal ganz kurz die Handlung von Mars für Mars zusammen. Der Herrscher von vermutlich einem italienischen Kleinstadt, weiß man nicht so ganz genau, wurde nie genannt, geht und setzt einen Stellvertreter ein. Dieser Stellvertreter beginnt dann auch das Gesetz in alle Härte durchzusetzen und verurteilt erstmal einen Bruder zum Tode dafür, dass er seine Verlobte geschwängert hat. Ja, sie sind noch nicht verheiratet. Sie sind noch nicht verheiratet, sie sind verlobt. Und dafür hat er auf jeden Fall den Tod verdient. Die Schwester des besagten Bruders möchte natürlich nicht, dass der hingerichtet wird und versucht bei dem Stellvertreter um Gnade zu flehen. Der sagt erstmal, nee, das Gesetz ist das Gesetz und muss durchgesetzt werden. Aber verliebt sich in die Frömmigkeit von der Schwester und bietet ihr dann über die Blume und immer konkreter an, wenn du mit mir schläfst, dann ist dein Bruder frei. Das Bühnenbild war eine lange Tafel, also eine leicht gekippte Bühne, eine lange Tafel, sehr schön am Anfang ausgerichtet. Was diese Inszenierung ausgezeichnet hat, war, dass der Shakespeare-Text wahnsinnig oft gebrochen wurde durch Improvisationsszenen. Ja, ich fand es eigentlich von der Sprachbehandlung unglaublich gut. Sehr filmisch, sehr locker, sehr entspannt gesprochen stellenweise. Also für mich waren die Schauspieler eigentlich alle durchgängig gut und hatten unglaublich Spaß auf der Bühne und ich habe den allen unglaublich gerne zugeguckt, bis auf dieser einen einzigen Ausnahme und das war für mich die Hauptdarstellerin, die Isabella gespielt hat. Die war auch total locker und hat eine total lockere Stimme gehabt, aber es war in keinster Weise irgendwie, es war einfach nichts, da war kein Gefühl da. Das Gefühl insgesamt hat mir eigentlich über fast die gesamte Strecke ziemlich gefehlt. Also den Antonio muss ich sagen, den fand ich unglaublich gut, der hat mir unglaublich gut gefallen. An sich war das erstmal ein sehr sympathischer Herrscher. Der hatte einfach seine Regeln gehabt und ganz klar hat so mal ein bisschen Ordnung gesorgt, so um Volk. Und dann kam halt diese Isabella, auf die er halt irgendwie gestanden hat. Und erst als er dann irgendwie diesen Moment gehabt hat, dass er jetzt Isabella zwingen möchte, mit ihm zu schlafen, sonst wird er den Bruder umbringen. Erst da hat er gemerkt, okay, jetzt habe ich Macht. Hat alles von dem Tisch umgeschmissen, hat sich dann da drauf gesucht. Ich fand es einen unglaublich schönen Moment. Der hat mir unglaublich gut gefallen. Zu Isabella. Für mein Gefühl ist sie sehr viel auf dem Christentum rumgeritten. So. Also hat sehr viel, hat eine Gläubige gespielt und hat die verhältnismäßig viel parodiert. Und hatte halt, dadurch, dass alle anderen so viel improvisiert haben, hatte sie halt, glaube ich, auch den Drang, viel zu improvisieren. Die hat Sat.1 Comedy Show gespielt. Ja, nicht genau. Schlecht eigentlich. Irgendwie auch ein hübsches, blondes Mädchen, auch mit einem interessanten Gesicht. Ich schau dir auch an für sich gerne zu. Ja. Aber sie hat nicht das getragen, was sie tragen müsste. Und ich glaube, das wäre an Momenten gelegen. Es wäre an Momenten gelegen, wo es plötzlich dann mal für 3-4 Sätze wirklich, wirklich ans Eingemachte geht, um dann vielleicht wieder was Leichtes zurückzufallen. Nee, sie hat manchmal rumgeschrien, aber es war halt behauptet. Sie hat rumgeschrien, genau, es war behauptet, ich schreie jetzt vor allem, ich habe mir zwischendurch gedacht, ob es nicht wirklich dieser improvisatorische Ansatz ist, der die Schauspieler da so ein bisschen verrückt macht und sagt, ja, wir machen jetzt blablabla. Ja, aber dann kam diese Nutte, die ganz toll war von Anfang an. Und die hatte einen Moment, wo es darum geht, dass Antonio getötet werden soll. Stimmt. Und das war ein Moment, wo ich plötzlich, boah, fuck, okay, jetzt ist Gefühl da. Für einen kurzen Moment war da Gefühl. Die hatte Angst, die hatte wirklich Angst. Die hatte wirklich Angst. Das Arschloch. Ja. Das war auch ein schöner Moment, weil sie sagt, er ist auch scheiße. Aber Männer sind halt manchmal scheiße. Ich hatte Spaß, ich habe viel gelacht. Ich war nicht berührt. Der Abend hat mich nicht berührt, aber ich war sehr dran. Es hat mich in keinster Weise eigentlich gelangweilt. Doch, mich hat zwischendurch über mehrere Strecken immer wieder gelangweilt, dann ist es wieder zurückgekommen. Das kann aber wirklich an diesen, an den Szenen liegen, wo es ums Eingemachte ging so. Weil die witzigen Szenen, die waren sprühend, brillant, ertrunken wollen.
Ja. Ganz, ganz toll gespielt. Ja. So auf eine Art und Weise. Tourette hat man wieder zurückgenommen, wenn er was Böses gesagt hat. Der musste immer dumme Gags machen. Aber er wusste, dass er dumme Gags macht. Deswegen musste er immer so, nein, jetzt höre ich mal auf, genau, mit genau, scheiß Gags zu machen. Aber fast schon krankhaft so. Und da kam doch Ficken, Ficken, Ficken raus. Ja, genau. Der hatte einen schönen 3 Minuten Ficken-Monolog. Ich finde, man kann sich angucken. Ja, absolut. Man kann sich anschauen. Ich würde empfehlen, sich das anzuschauen, man auch, um sich selber eine Meinung dazu zu machen. Wollen wir jetzt auf Hermannsfest? Wilhelmstraßenfest. Warum Hermannsfest? Ich habe keine Ahnung. Das, weil so viele Nutten da jetzt gerade im Stück waren. Wahrscheinlich. Und Hermannstraße, Hamburg. Hermannsfest. Das Hermannsfest. Ja. Es ist auch dunkel Deutsch. Geworden. Es ist dunkel geworden. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Mir hat es gut gefallen. War überraschend vom Bühnenbild her. Am Schluss, dass der Fürst dann auf die Isabella Anspruch erhoben hat, fand ich ein bisschen überraschend. Das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Wie fanden Sie denn die Behandlung des Textes? Finde ich sehr gut, dass es modernisiert ist, sodass man dem leichter folgen kann. Ich habe das Original gelesen und da ist es natürlich schwieriger beim Lesen sowieso. Welcher Figur konntest du am besten folgen von den allen? Der Isabel. Dem Fürst fand ich am Ende war ein bisschen komisch, dass er denn die Isabel für sich beansprucht hat. Das hat gar nicht gepasst zu seinem Charakter vorher. Aber sie war so die Einzige, die sich so an alles gehalten hat. Sie hatte so ein Ziel. Wo sehen Sie jetzt die Kernaussage von dem Stück? Was es geht, der Konflikt zwischen Recht und Gerechtigkeit möglicherweise. Claudio, der zum Diktator quasi wird, aber gleichzeitig selber die Gesetze bricht. Ja. Mir fällt an der Stelle ein, namhafte Führer in der Türkei zum Beispiel oder in Polen oder auch in Ungarn. Gibt es eine lange Liste, ja? Ja, da gibt es eine lange Liste. Von Trump weiß ich es nicht.